one girl also shared very openly that she was in the cellar for four months and just reading and trying to just make the best of her situation. So for her going to another city that there was no bombing, it was a good relief. And so coming to the camp, it was like a paradise for them. I like all the animators here. It's very beautiful around here. The forests here are very beautiful. It was a holiday for my soul. So yeah, that was super fun. Wenn wir über Ukraine-Flüchtlinge sprechen, denken wir zunächst an die, die den Weg zu uns gefunden haben. Mindestens genauso viele gibt es aber in der Ukraine selber und ich sitze hier zusammen mit Gavin Farley. Gavin, du bist gerade gewesen bei einem Jugendcamp in der Ukraine, im Westen des Landes, in der Gegend von Lviv, von Lemberg. Dort sind hauptsächlich aber junge Leute gewesen, die interne Flüchtlinge sind, nämlich aus dem Osten. Genau. Was waren das für junge Leute? Ja, manche von denen kommen aus der Donetsk oder Serepova Region und einige haben sehr viel erlebt von Bomben, die auf ihre Stadt geflogen sind. Und sie haben dann entschieden, natürlich wegzugehen und sind entweder in Kiew oder ein bisschen im Inland gegangen oder nach Lviv. Und so, sie sind ganz in einen neuen Ort und eine neue Umgebung. Manchmal haben die Leute dann auch Schulen wechseln müssen und jetzt beginnt die Schulen, jetzt im September. Und einige sind jetzt in Lviv und wird dann oder in Kiew und wird in neue Schulen dann gehen. Ja, Hintergrund des Ganzen ist das Europäische Gemeinschaftsnetzwerk ENC. Gavin, du bist einer der Vizepräsidenten dieses Gemeinschaftsnetzwerks. Ein paar Worte, was ist das European Network of Communities? Ja, das ist ein Netzwerk von Gemeinschaften, die überall in ganz Europa sind. Und wir haben einige Gemeinschaften in Ukraine, die wir jetzt gerne unterstützen in dieser schweren Zeit. Und wir fühlen uns eigentlich verpflichtet, weil sie in gewisser Weise ein Teil von unserer Familie sind, dass wir da helfen. Dieses ukrainische Gemeinschaftsnetzwerk OX heißt es, besteht ja schon seit vielen Jahren. Das sind Gemeinschaften, christliche Gemeinschaften, hauptsächlich eben im Westen des Landes. Und sie haben eigentlich vor Beginn des Ukraine-Krieges schon angefangen, Vorsorge zu treffen für den Eventualfall, der ja jetzt eingetreten ist, sind sehr stark engagiert gewesen, auch in humanitärer Hilfe. Und durch sie organisiert, mit Unterstützung von ENC, hat es jetzt eben zwei solche Jugendcamps gegeben. Wo haben die stattgefunden? Ja, das war ein bisschen außerhalb von Lviv. Ein sehr schöner Ort mit sehr vielen Bäumen in einem katholischen Seminarhaus. Und das war wirklich ein idealer Ort, weil das war Fußballfelder, das war Volleyballfelder, das war so viel Platz für die Jugendlichen, dass sie wirklich austoben können und wirklich auch sicher fühlen könnte. Das ist ja ein neues Erlebnis wieder für manche gewesen, die jetzt monatelang schon Krieg und auch Bombenbedrohung hinter sich hatten. Was haben Sie so erzählt von Ihrer Situation? Ja, manchmal haben die Leute in ihrer Nähe Bomben gesehen. Und natürlich, die Angst, die da hochkommt, ist gewaltig. Einige Leute haben sich versteckt in ihrer Keller für Monate lang. Und einige haben auch erlebt, dass ihr eigenes Haus getroffen wurde. Und wenn man das erleben muss und mit deiner Familie da wohnt, dann natürlich, jede Familie würde sagen, wir müssen irgendwo anders gehen. Und das haben sie gemacht und weggegangen von ihrer Heimat. Und sie lieben ihre Heimat. Sie sind wirklich, wirklich, sie möchten nicht weggehen. Aber sie mussten weggehen, dass sie an einen sicheren Ort gehen. Und manchmal haben sie zu Lviv gegangen oder zu Kiew. Oder ein bisschen im Inland, wo das nicht so schwer ist, wo sie Verwandten haben und wohnen dann bei Verwandten. Als Binnenflüchtlinge haben Sie natürlich jetzt auch eine sehr schwierige Situation, ganz bestimmt.
Vor allem auch finanziell natürlich wäre es nicht möglich gewesen, dass Sie selber die Kosten für diese Jugendcamps bezahlen können. Wie ist das finanziert worden? Ja, das Gott sei Dank haben wir als ENC-Gemeinschaften gesagt, wir möchten diese Camps unterstützen und die Gelegenheit geben für Jugendliche, die in solchen Situationen, dass sie eine Ruhe haben, dass sie einen Platz haben, wo sie sicher fühlen, aber auch einen Platz, wo sie eine Heimat haben und wo sie Spaß haben können. Und das haben sie bekommen. Und wir wollten sie auch Hoffnung geben, zu sagen, Gott ist mit euch und Gott wird mit euch gehen durch diese schwierige Phase. Natürlich ist das nicht einfach für denen, das zu akzeptieren. Wieso hat Gott das zugelassen und so weiter. Aber sie merken, sie haben gesehen, dass Gott immer noch bei sie sind. Wie es Ihnen gegangen ist, dazu sehen wir jetzt ein kurzes Video-Interview mit einer der Teilnehmerinnen. Hi, my name is Anne. I'm 17 years old. I'm from Donetsk, but now I'm living in Kyiv. I'm at the camping, and I like learning. I like lectures. They were very funny and a bit difficult for me, but I think that I will be better with this new knowledge. It was a holiday for my soul. I like sports competitions. We worked in groups, and it was the great experience for me. More than that, there is a lot of fresh air, so we can play, we can run, and it's really nice. The best part of this time is dancing. I like dancing so much, and there are incredible curators and guests. Thank you. Very good. Die Teilnehmer, welchen Alters waren Sie? Ja, und was war Ihr Hintergrund? Das war ausgeschrieben von 14 bis 20. Die Hauptleute, die da waren nicht nur von 7, 8 Jahren, aber bis 12, 14 Jahre und manche 16 Jahre. Aber das war ein großes Spektrum. Das war dann sicherlich auch schwierig für dich als Sprecher, dort die ganze Altersschicht anzusprechen. Wie viel an christlichem Hintergrund, Wissen haben Sie schon mitgebracht? Ja, ich war ein bisschen erstaunt, dass Sie nicht so viel von der Bibel wissen, auch wenn sie ab und zu in die Kirche geht. So, sie lesen, die Jugendlichen lesen nicht mehr. Und sie lesen sicher nicht in die Bibel. So, das ist eine Sache, wo man wirklich anders evangelisieren soll, nicht nur mit der Bibel. So, also für dich war es eine sehr, sehr volle Zeit. Du bist aber nicht allein gewesen. Es waren ja auch Mitarbeiter, ukrainische Mitarbeiter dabei. Ja. Die kamen ja dann aus den ENC-Gemeinschaften. Genau, ja. Hauptsächlich von Lviv, aber auch von anderen Orten in der Ukraine. Ich muss sehr viel Lob aussprechen von diesen Mitarbeitern, weil sie haben alles gegeben. Ganz besonders mit den Aktivitäten, die sehr viel Spaß waren, auch mit Tanzen, mit Fußballspielen. Ich habe auch Fußball gespielt, aber auch Volleyball und Tanzen. Das war wirklich sehr, sehr schön. Sie haben sehr viel gemacht für diese Jugendlichen, dass sie Spaß haben, dass da eine sichere Umgebung war, auch dass sie sehr viele Freundschaft bauen könnte. So, sie gehen weg von diesem Camp mit vielen neuen Freundschaften, mit vielen neuen Ideen auch geistlich. Und wir hoffen, die Samen, die wir da gesehen haben, das wird auch gehen.
Wir haben in dem Video vorhin gesehen, da gab es eine Szene, wie sie irgendwelche Zettel abgeben. Was hatte es damit auf sich? Ja, da war ein Priester und hat die Jugendlichen dazu bewegt, hat ein bisschen von seiner Lebensgeschichte erzählt und wie Jesus alle unsere Probleme nehmen möchte. Und da war eine Möglichkeit, dass sie ihre Probleme niederschreiben, um das Jesus zu geben. Und das haben die Jugendlichen sehr angetan und haben das erlebt. Und das war sehr gut, auch psychologisch, aber auch geistlich, dass sie einen Raum gegeben hat, dass Jesus in ihrem Leben wirken kann. Und das war jetzt den ersten Schritt hin zu einem christlichen Glauben, vielleicht für manche wirklich den ersten Schritt hin zum christlichen Glauben getan haben, können wir beten für sie, dass Gott sie weiter begleitet auf ihrem schwierigen Weg, in ihrer schwierigen Situation. Gavin, das Camp war ja das zweite Jugendcamp. Das erste wurde von Kevin Bridges geleitet, auch ein ENC-Mitarbeiter aus Tschechien. Dazu gibt es auch ein Video und das möchten wir uns jetzt noch anschauen. Eindrücke vom ersten Jugendcamp in der Ukraine. Ja, es war nicht selbstverständlich, dass dieses Camp zustande gekommen ist. Gavin, ein letztes Wort an dich. Ja, nein, ich möchte ganz besonders die Leute, die finanziell an diesem Camp beteiligt haben, wo sie Jugendlichen unterstützt hat. Sehr viele Leute hat sehr viel Geld gegeben. Das hat die ukrainische Gemeinschaft sehr angetan. Sie waren sehr dankbar und sie merken, dass wir Christen sind, die helfen wollen und merken, dass wir sie am Herzen haben. So vielen, vielen, vielen Dank für all die Leute, die finanziell gegeben haben. Wir sind sehr, sehr, sehr dankbar. Nicht nur die Kinder, sondern alle ukrainischen Gemeinschaften, die davon gehört. Ich war auch eingeladen zu einem Fernsehinterview, wo wir das auch wo sie uns wirklich gedankt haben für unsere Finanzen. Also ich möchte das weitergeben. Vielen, vielen Dank. Ja, es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass diese Art von Hilfe benötigt wird. Von daher unter diesem Video blenden wir auch eine Spendenkontonummer, wo man für Ukraine-Hilfe, die wirklich ankommt, dann auch und eine Unterstützung geben kann. Dir, Gavin, herzlichen Dank für dein Engagement bisher und viel Segen für die weitere Arbeit. Dankeschön.